Was ein wunderschöner Ausblick. Willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind auf Ilium und die Skyline ist wirklich atemberaubend. Ja, ich meine die Skyline mit Ausblick. Meine Güte, was du schon wieder denkst. Wir sollten zuerst bei Liara vorbeischauen, wo auch immer die sich aufhält. Ich denke, das werde ich rausfinden, ja. Sie bilden ständig Angestellte aus und verlieren sie dann an die Konkurrenz? Da kann Ihnen Indentil Tech vielleicht helfen. Als führender Anbieter von topmoderner Zwangsarbeit liefert Indentil Tech vertraglich zugesicherte Arbeit für alle technischen Bereiche. Kontaktieren Sie Indentil Tech noch heute. Sie waren viel zu lange der Sklave Ihrer Angestellten. Sollte es nicht genau andersherum sein? Oh mein Gott. Das hat den Nagel so auf den Kopf getroffen. Die Werbung ist viel schlimmer als alles, was ich in der letzten Folge über diese Sklavenarbeit gesagt habe. Meine Fresse. Indentitech. Ich liebe Ilium. Als wenn ich die gute Art von Liebe. Hallo, du hast eine Cerberus-Uniform an, oder? Aber du willst anscheinend nicht mit mir reden. Aber du fühlst dich komplett wohl, wenn ich nahe an dir stehe. Okay. Ist halt ein Asari-Planet. Was soll man... wir können über Miranda, mit Miranda über den Ausblick reden. Hier sind ganz schön viele Leute. Ich glaube, so viele Leute habe ich noch in keiner anderen Stadt gesehen. Nicht mal auf der Zitadelle stehen so viele Leute rum. Und ich glaube auch, wir können da, wo die stehen, nicht hingehen. Ich glaube, das verträgt mein Computer nicht. Und eine Playstation oder eine Xbox würde wahrscheinlich direkt explodieren, wenn man da unten langläuft. Eins muss man den Asari lassen. Kulturell ist Ilium das reinste Wunder. Von ihrem Einfallsreichtum kann sich die Menschheit eine Scheibe abschneiden. Komm doch näher ran. Hast du Höhenangst oder was? Meine Güte. Was soll man mit dir nur machen? Oh, hallo, Asari. Nein, Sie verstehen nicht. Ich habe es in der Nähe des Transportterminals verloren. Man kann es nicht ersetzen. Es ist ein Geschenk von meinem Seelenverwandten. Es ist die einzige Erinnerung, die mein Kind an seinen Vater hat. Bitte, wenn Sie es finden. Nein, ich verstehe schon. Tut mir leid, ich konnte dein Telefongespräch, musste ich überhören, habe ich angehört mir. Vielleicht kann ich dir helfen. Shepard hat ein weiches Herz für sowas. Für verlorene Liebe und Erinnerung an Eltern. Verzeihung, aber ich telefoniere. Ja, ich wollte dir helfen bei deinem Problem. Verzeihung, aber ich telefoniere. Oh, bist noch nicht bereit dafür, dir von mir helfen zu lassen. Keine Angst, der große Mensch kommt dich retten. Irgendwann, demnächst, auf dem Rückweg wahrscheinlich. 25! Bei 25 verkaufen! Nein, Sie hören mir nicht zu. Ich will kaufen. Kaufen Sie alles auf. Komm schon, gib mir was. Was ist verkehrt mit dir? Das ist der schlimmste... Entschuldigung. Sind Sie Commander Shepard? Oh, natürlich. Sie sind doch Commander Shepard. Ich habe Ihre, Sie würden es vermutlich Aura nennen, gesehen. Ich würde Sie überall erkennen. Vor so Leuten muss man sich im Acht nehmen. Ich soll Ihnen eine Nachricht überbringen, falls ich Sie sehe. Von einer Freundin, die Sie auf Noveria gewonnen haben. Oh ja, Entschuldigung fürs Dazwischenreden, aber von Leuten, die deine Aura erkennen, muss man sich in Acht nehmen. Die wollen dir nur das Geld aus der Tasche ziehen oder in Shepards Fall wahrscheinlich ihn irgendwo hinlocken, um ihn auszunehmen. Und damit meine ich nicht seinen Geldbeutel, sondern wahrscheinlich wortwörtlich ausnehmen. Auf Noveria, ja, da habe ich doch bestimmt... Ach so, ich erinnere mich. Da haben wir eine Asari kennengelernt, die wir am Ende mit den Schlüsseln zum Königreich zurückgelassen haben, weil wir ihren Chef verhaftet haben. Ich kann mich nur nicht mehr an ihren Namen erinnern. Ihr Chef war korrupt... Und wir haben sie war da, um ihn zu überführen und wir haben ihr natürlich die Arbeit komplett abgenommen. Ich habe auf Noveria viele Leute kennengelernt. Könnten Sie ein wenig präziser sein? Ich glaube, die Nachricht selbst wird das deutlich genug machen. Oh. Shepard, wir sind versteckt. Wir graben. Wir bauen. Aber wir wissen, dass Sie jene suchen, die Lieder unserer Mütter zum Verklingen brachten. Wenn die Zeit kommt, wird unsere Stimme sich mit der ihren verbinden und unser Crescendo wird die Dunkelheit mit reinigendem Feuer überziehen. Danke, Shepard. Die Rachni
werden wieder singen. Meine Fresse. Ich hab ne Gänsehaut. Ich wusste von Anfang an, ich lag falsch. Die Rachni, die ich da freigelassen habe, sind auf meiner Seite. Gegen die Kollektoren. So habe ich das verstanden. Das ist super. Es freut mich zu hören, dass Sie wieder im Aufbau sind. Irgendwo in der Nähe. Die Rachni-Königin ist nicht hier. Die Nachricht ist eine der vielen Erinnerungen von ihr, die ich in mir trage. Ich bin ihr auf einer unerforschten Welt begegnet. Sie hat mein Leben gerettet. Und mehr noch, sie hat ihm einen Sinn gegeben. Sie sind ein erstaunliches Volk, Shepard. Die Galaxie schuldet ihnen viel, weil sie ihnen eine zweite Chance ermöglicht haben. Das ist ein guter Punkt. Ich hätte vielleicht sogar den nehmen sollen, kontrollieren Sie sie nicht. Aber wir haben jetzt die Gelegenheit nachzufragen, wie das genau abgelaufen ist, warum du auf ihrer Seite bist und inwieweit du selbst glaubst, dass du geistig noch dir selbst gehörst. Denn das ist durchaus ein Problem. Also los geht's. Wie haben Sie die Rachni gefunden? Ich arbeitete als Kurier. Piraten haben mein Schiff überfallen und mich auf einer unerforschten Welt ausgesetzt. Ich war schwer verletzt, allein und dem Tode nah. So haben sie mich gefunden. Sie haben mich gerettet. Okay. Was war mit den Piraten? Was wurde aus den Piraten, die Sie angegriffen haben? Sie wurden vernichtet, wie sie es verdient hatten. Die Rachni sind nicht aggressiv, aber sie tun, was sie tun müssen. Sie haben diese Welt ja offensichtlich wieder verlassen. Haben die Rachni Ihnen ein Schiff gegeben? Nein. Zahllose Arbeiterinnen haben mein Schiff repariert. Es läuft jetzt besser als vorher. Irgendwie erinnern sie mich an die Keeper auf der Citadel. Alle arbeiten zusammen und jeder hat eine Aufgabe. Meine Güte, du erinnerst mich ein bisschen an mich selbst, an Shepard. Der wurde ja auch von anderen Leuten fast tot aufgefunden und zusammengesetzt wieder. Hat ein neues Schiff bekommen. Und ist sich, ja, wie auch immer. Ich vergleiche gerade Cerberus mit den Rachni. Ich weiß auch nicht warum. Kam mir so in den Sinn. Fangen wir mal mit dem Aufenthaltsort an. Was machen die gerade so? Fliegen die hin und her und retten Leute? Die haben ja anscheinend ziemlich viel in dich investiert. Da müssen sie ja einen guten Grund für gehabt haben. Können Sie mir sagen, wo die Rachni sind? Leider nein. Ich verfüge selbst nicht mehr über diese Information. Nach dem Treffen mit der Königin wurde diese Information entfernt. Es tat nicht weh. Und jetzt erinnere ich mich einfach nicht mehr daran. Es wird mir wieder einfallen, wenn es erforderlich ist. Und Ihre Vorsicht ist ja auch verständlich. Die Galaxie ist noch nicht bereit für die Rückkehr der Rachni. Ja, und wir reden ganz am Ende nochmal über die Nachricht. Ich glaube, wir haben sie ja gut verstanden, aber vielleicht bekommen wir dann nochmal einen weiteren Einblick. Sie sagten, die Königin hätte ihrem Leben einen Sinn gegeben. Was meinen Sie damit? Die Königin hat während meiner Heilung ihr Lied mit mir geteilt. Ich habe die Rachni so gesehen, wie es nur eine Asari kann. Sie sind wunderschön und sehr verletzlich. Sie brauchten jemanden, der Dinge für sie kauft, die sie nicht selbst herstellen können. Jemanden, der Teil des Systems ist. Einen Agenten, wenn sie so wollen. Ich helfe ihnen gerne. Mein Leben als Kurier war leer und oberflächlich. Jetzt helfe ich einer großen Spezies beim Wiederaufbau. Ja, okay. Aber Shepard. War es wirklich so einfach, ihr altes Leben hinter sich zu lassen? Sie haben Bedenken, dass die Königin mich kontrolliert. Ich verstehe das, aber so funktioniert es nicht. Unsere Gedanken waren in perfektem Einklang. Ich sah ihren wunderschönen Geist und ihre Not. Ich wusste, was ich zu tun hatte.
Wenn Suggestion dabei eine Rolle gespielt hat, dann war es ein Nebeneffekt ihrer Bemühungen, mein Leben zu retten. Ich bin glücklich. Tja. Wie heißt du nochmal? Miranda, deine Augen leuchten so. Ja, muss ich nichts darüber sagen, wie ich über Gedankenkontrolle denke. Ich habe verstanden, dass sie dankbar ist, aber was bedeutet der Rest der Nachricht? Dass der erste Rachni-Krieg ein Fehler war. Etwas brachte die Stimmen ihres Volkes zum Verklingen. In der Psychologie der Rachni bedeutet das wohl so etwas wie Gedankenkontrolle. Es lässt sich nicht wirklich übersetzen. Jedenfalls glaubt sie, dass sie diejenigen bekämpfen, die das getan haben, und verspricht ihnen Hilfe. Wunderbar. Gut, was ist das? Gut. Mir war das ja schon halbwegs, ja, klar. Wobei, dass der Rachni-Krieg dann auch von denen angezettelt wurde, war mir nicht klar. Aber wenn in Shepherds Leben irgendetwas schief geht, dann sind's ja immer die Reaper. Ich würde mich am Ende gar nicht wundern, wenn sich rausstellt, dass er sich das alles nur eingebildet hat. So oft wie die schuld sind. Sie glaubt, dass die Reaper den Rachni-Krieg ausgelöst haben? Ich bin nicht sicher. Aber sie war überzeugt, dass ihre Vorfahren gegen ihren Willen zu dem Krieg gezwungen wurden. Ihr Volk ist von Natur aus nicht aggressiv. Wenn es in den Krieg gezogen ist, dann nicht aus freien Stücken. Das kennen wir ja eigentlich alles. Das ist ja, macht kompletten Sinn. Die geht. Das Gleiche wahrscheinlich. Also denen ist wahrscheinlich das Gleiche passiert. Den Kollektoren, da wissen wir, dass denen das Gleiche passiert ist. Und vielleicht waren es dann zwischendurch auch nochmal die Rachni. Die haben ja auch versucht, aus den Kroganern eine Armee zu machen. Auf Würmeier. Und vielleicht noch andere. Ist nicht komplett abwegig. Ist sogar gar nicht abwegig. Danke für diese Information. Es freut mich, dass es meiner Freundin auf Noveria gut geht. Leben Sie wohl, Commander Shepard. Sie werden mich nicht wiedersehen. Was? Wo bist du hin? Gott verdammt, kann die Schattenschritt? Die ist weg. Ja. Sie werden mich nicht wiedersehen. Zack, bumm. Wir können mit Kazumi über den Ausblick reden. Stoßen Sie Fertighäuser ab? Warum nicht? Habe ich nach Eden Prime auch gemacht. Konnte davon neue Exo-Anzüge für meine Kinder kaufen. Sie sind verrückt. Oh mein Gott. Türme, Verkehr, Lichter und Asari. Wohin man schaut. Eine Weile wollte ich mal hier leben, aber die sind alle so geizig. Denen geht's wirklich nur ums Geld. Ich tue, was ich tue, weil es mir Freude bereitet. Diese Leute tun, was sie tun, weil sie nichts Besseres kennen. Oh, gleich einen ganzen Planeten verurteilt. Die Kolonien der Menschen Fertighäuser abstoßen. Die machen doch in Kürze ein riesiges Geschäft. Aber nur über Spendenaktionen. Und dann geht's in den Keller, weil die Pläne für neue Kolonien eingefroren werden. Warten Sie es nur ab. Verkaufen! Ich find's schön. Die Börse hier ist nur sehr leer dafür. Was haben wir da? Heilige Scheiße. Shepard? Oh. Ich dachte, sie wären tot. Ja, ich auch die längste Zeit der letzten 2 Jahre. Gianna Parasini. Hallo. Eine Bekannte aus Noveria. Klar, dass die auf Ilium abgeladen wurde danach. Shepard? Oder? Überall hieß es, sie wären tot. Was ist passiert? Nein, halt, ist vermutlich geheim. Vergessen Sie meine Frage. Sie müssten mich sowieso anlügen. Es ist ein paar Jahre her. Ich bin Gianna Parasini, interne Ermittlungen Noveria. Sie haben mir geholfen, Administrator Anolais festzunageln. Okay, also war das gar keine Asari. Ich hatte eine Asari im Hinterkopf, aber das war dann die andere. Da habe ich da eben Müll erzählt. Aber gut, dass wir dich getroffen haben. Ich hatte schon deine Rasse vergessen. So ist Shepard. Der diskriminiert überhaupt nicht. Der kann sich nämlich gar nicht mehr erinnern, welche Hautfarbe oder welchem Volk du angehörst. Ich habe Ihnen gerne geholfen. Was ist aus Administrator Anolais geworden? Er hat den einzigen Fehler begangen, den Noveria nicht toleriert.
Er wurde erwischt, als er sich ihr Geld eingesteckt hat. Er sitzt jetzt ein paar Jahre in einem Knast für Wirtschaftskriminelle. Viel wichtiger ist aber, dass er in der Branche nie wieder einen Job bekommt. Setzen Sie sich. Wenn ich mich recht erinnere, schulde ich Ihnen ein Bier. Oh ja. Ilium läuft gut. Was fühlt Sie nach Ilium? Ich meine, worüber Sie auch reden können. Warum habe ich eigentlich meine Todesmaske nicht auf? Dann hätten die mich gar nicht erkannt. Das ist so geil. Worüber Sie auch reden können. Ich bin auf einer Mission, über die ich nicht reden will. Das kann ich doch sagen. Haben Sie schon mal von den Kollektoren gehört? Sie greifen Kolonien der Menschen an. Ich werde sie aufhalten. Oh Mann, Shepard. Bei mir heißt ein harter Job nur, dass es mehr Papierkram gibt. Hey, hören Sie, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss gehen. Wir reden später weiter, ja? Und hey, vergessen hey, Sie hey. Nicht, Ihr Bier auszutrinken. Worin bist du verwickelt? Ach, okay. Eine Nachricht unter dem Bier. Wunderbar. Da ist überhaupt kein Bier drin. Ich komme mir das noch holen. Shepard musste weg. Ziel hat mich gesehen. Durfte Tarnung nicht aufgeben. Asari-Händlerin schmuggelt Pläne von Noveria. Können Sie sie dazu überreden, ihnen etwas Besonderes zu zeigen? Ah, soll Shepard eine Asari verführen? Nach diesem Wagen? Ja, nach diesem wirklich Wagen? Austausch? Und der kurzen Nachricht? Oh, cooler, coole Bildschirme. Soll Shepard wirklich eine Asari verführen, ihm etwas Besonderes zu zeigen? Ja, okay, Schmuggelware. Na gut, machen wir doch mal. Klar, ich habe keine Kohle, das ist mein großes Problem. Ich habe ja überhaupt keine Kohle. Ich suche nach den besten Tech-Upgrades, die Sie haben. Natürlich. Ich kann Sie beraten und herausfinden, welche Optionen für Sie geeignet sind. Okay, dann wollen wir uns auch mal beraten lassen. Hallo. Oder wir gucken erstmal so rein. Natürlich gucken wir erstmal so rein. Hier gibt's also das Umgehungsmodul und noch mehr biotischer Schaden. Mehr Medgel. Ah, das tut schon fast weh. Entscheidungen. Ich denke mal, das Umgehungsmodul kann ich mir schenken mittlerweile. Ich brauche minimale Hitzeentwicklung und Geschwindigkeit. Meine Leistungsanforderungen sind extrem hoch. Natürlich, Sir. Okay, dann muss. Sicher muss er auch sein. Ich brauche für jede Komponente meines Anzugs eine 100%ige Sicherheitsgarantie. Immer diese Volus mit ihrem nervigen Dialog hier. Meine Güte, ich glaube, das machen wir erst nächstes Mal. Ich schaue mir nochmal kurz dieses geile Terminal hier an. Das ist wirklich, wirklich riesig. Da hinten bedient das sogar jemand. Und dann machen wir nächstes Mal weiter auf Ilium. Eine Planet, den ich bis jetzt total geil finde. Obwohl wir noch nichts gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.